Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Spiel Mein Gestüt von Pferd und Pony. Ich hatte schon mal angefangen, aber wir fangen noch mal neu an. Wenn es jetzt gehen würde. Hey! Ich kann ein Profil erstellen. Als Pferdewirtin hast du einen besonderen großen Stall und startest mit 2 Pferden. Du nimmst an Turnieren teil und beherbergst viele Gäste. Die Haupteinnahmen ist aber der Verkauf deiner gezüchteten und trainierten Pferde. Dann kann ich Reitlehrer werden. Als Reitlehrerin hast du zu Beginn nur ein Pferd. Du unterrichtest deine Schüler und nimmst an lokalen Turnieren bei. Reitstar. Als professionelle Reiterin startest du auch mit einem Pferd. Du organisierst Turniere und Shows, an denen du auch selber teilnehmen kannst. Ich klicke jetzt auf Pferdewirtin. Solltet ihr auch gerne die anderen 2 Sachen sehen, schreibt es unter die Kommentare. Dann probieren wir es aus. Ich spiele hier einfach mal einen Junge. Wie nennen wir ihn? Sascha. Sind wir eher Warmblut oder Kaltblut? Nehmen wir das. Ich zeige jetzt euch einmal Kaltblut. Herzlich willkommen auf deinem Pferdehof. Sieh dich doch erst einmal ein wenig auf dem Hof um. Wenn du dich ein Gebäude des anderen interessanten Ortes näherst, wird dir ein Fenster alles Wissenswerte dazu verraten. Viel Spaß mit deinen Pferden. Gut. Begib dich in deinen Stall, dort warten deine 2 Pferde auf dich. Bestimmt sind sie hungrig und durstig, das weiß ich. Wir gehen trotzdem zuerst ein Gästehaus bauen, dass ich ab morgen Geld verdienen kann, damit mir eine Weide bauen kann, damit meine Pferde auch raus können. Und die Weide kostet 525 Geld. Und wie ihr sie da seht, habe ich nur 500.
Das ist ein altes Spiel, wo auf dem neuen Betriebssystem funktioniert, also es hackt ein bisschen. Aber für das, dass es läuft, bin ich zufrieden. So, mein erster Tag als Pferdesüchter. Nehmen Summe gleich heran, dass ihr mir seht. 1, 2. Und dann kriegen meine Schätze erstmal fressen. Fleckchensfutternapf. Mehr Keksfutternapf. Nee, den benennen wir um. Shining Sun. Oder nur Shining. Dann tun wir mal putzen. Ich bin ein braver Pferdewirt. Ich mache alles selber. Komm du mal mit aus der Box oder in die Box, tun wir die zerstören. Achso, ich habe ja keine Unterziele. Aus der Box. Jetzt steigen wir mal auf. Sind die Felder vielleicht schon frei? Ja. Ups. Thank you.
Jetzt gehen wir noch schnell in die Stadt, holen uns noch Pferdezubehör, dass ich sie putzen kann. Und das ist dann das erste Video. Und den nächsten Abschnitt werden wir sehen, wenn die ersten Gäste kommen. Und ja, so bauen wir uns langsam unser Spiel auf. Wie gesagt, soll ich mal Pferdetrainer oder Reitlehrer und Pferdestar werden, dann schreibt es unter die Kommentare, dann erstellen wir uns dann extra nochmal einen Spielaccount. So, jetzt kommen wir gleich in kleine Stadt, wenn es möchte. Hier. Komm, lauf, Pferdchen. Hier. Tierarzt und Dinge. Putzi ist da, wir müssen da rein. So, wir sitzen uns ab. Und gehen erstmal rund ums Pferd, Mädel. Schönen Tag. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Hofkratzer brauchen wir einen. War ziemlich teuer, 50 nur für zwei Sachen. Madam. Okay, im Hängen. Da muss das Pferd halt führen. Was ist da? Ein Reitsportgeschäft. Pferdehändler. Was ist jetzt los? Oh! Hallo Pferd! Aufsitzen und ab in den Stall.
finden es einfach so frech und lustig da stehen, damit wir sie pflegen können. Ich muss kurz das Fenster zumachen. So, da bin ich wieder. Geht's jetzt weiter oder nicht? Nee, dann halt nicht. Gehen wir zu Fleckchen. Das Fleckchen auch noch heruntergeritten ist. Aber wir speichern kurz, einfach nur zur Sicherheit. Wie gesagt, der Angie ist Test-Account. Ich musste ja wieder reinkommen.